Harry Maguire! Ey Leute, was geht ab euch? Damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Orakel der Bundesliga, nämlich der VfB spielt gegen Mainz. Vier Backs sind wieder am Start. Es ist ein Duell, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Der VfB ja unnormal stark zurzeit. Die Mainzer stecken auf jeden Fall im Abstiegskampf. Für die wäre jeder Punkt auf jeden Fall ein Segen, kann man sagen, weil die anderen auch so langsam sind. Darum soll es aber heute speziell nicht gehen, sondern um das Spielchen Stuttgart gegen Mainz. Und ich würde sagen, gehen wir rein ins Orakel. Vier Packs, wie ihr das von meinem Kanal kennt, sind am Start für das Orakel. Zwei für eine Halbzeit. Und dann gehen wir mal rein in Stuttgart das Ganze. Also Stuttgart wirklich crazy, was die hier abgerissen haben. Dann Uli Hoeneß und Felix Magath. So starten wir mit zwei Legenden. Dann Leo Bonucci und Alfonso Davies. Bonucci ja gleich schon wieder den Abflug gemacht. Dann Willi Orban. Dann Sascha Mockenhaupt und Gino Fechner. Was ein Duo auf Weltklasse-Niveau. Dann Niklas Dorsch und Paul Seguin und Henning Matriciani. Gib dir mal den Ballon d'Or, Henning Matriciani. Aber ja, kein Leipziger, kein Stuttgarter. Leipziger sage ich schon, kein Mainzer. Machen wir weiter mit dem zweiten Back. Und mit Stanley Nsoki. Dann haben wir Maxim Leitsch. Die Bochumer, wie sie jubeln. Asano sehe ich hier auf jeden Fall. Dann Förster. Und wie sie nicht alle heißen bei Bochum. Dann haben wir Daniel Malen. Alejandro Grimaldo. Och, ich liebe Grimaldo. Wie der aktuell spielt. Dann Erik Engelhardt und Lukas Kunze. Und 0:1. Die Mainzer gehen in die Führung, was auch gleich die Halbzeitführung ist. So sieht's mal aus. Eamon Bakok. Gehen rein in die zweite Halbzeit. Das wäre natürlich für den VfB nicht so gut. Würde aber noch trotzdem heißen, dass die Dritter bleiben. Aber da wäre auf jeden Fall der Vorsprung weg. Dann haben wir Behrens und Fofana. Hanno Behrens, Fußballgott. Dann Florian Kainz. Philipp Max von Frankfurt. Dann haben wir Sepp Maier und Matthias Sammer. Dann Olli Kahn in seinen besten Tagen. Dann Yannick Gerhardt und das Leipzig-Trikot. Also kein Stuttgarter, aber ein Pack bleibt noch. Gerassi müsste jetzt wieder seinen ersten Einsatz bekommen nach seiner Verletzung. Beziehungsweise nach dem Afrika-Cup. Ich glaube, der ist verletzt vom Afrika-Cup zurückgekommen oder irgendwie Erkältung oder so. Dann machen wir weiter mit dem Freiburger Trikot. Da ist mir aufgefallen, ich kann es euch nachher mal zeigen. Also zum Freiburg-Trikot komme ich später nochmal zurück. Dann haben wir auf jeden Fall das Hamburg-Logo. Dann Ngumu von Gladbach. Tigges und Marc Uth. Dann Hofmann als Game-Changer von Bochum. Holland und nochmal hinten raus. Nelson Viper Doppelpack wegen dem Glitzer-Sticker. 0:3. 0:3 am Ende für Mainz. Also 0:4 sogar. Wir haben noch Maxim Leitsch übersehen, aber zum Glück kontrolliere ich das sowieso nochmal nach. 0:4. Oh mein Gott. Wer hätte jetzt damit gerechnet? 0:4 für Mainz. Ey, das ist Katastrophe für den VfB. Aber ja, zum Glück ist mir aufgefallen. Das glaubt mir noch nie passiert. Noch nie. Aber Fehler sind menschlich. Also 0:4. Schocker. Aber jetzt nochmal zu den Freiburg-Trikots. Ich habe es euch geteasert. Hier zum Beispiel ist aufgefallen, dass hier von jedem Freiburg-Trikot das Muster verschieden ist. Merkt euch mal hier diese Einkerbung. Die ist hier einfach nicht beim Gregoritsch. Merkt euch mal jetzt zum Beispiel hier das hier. Das ist hier und hier nicht da. Also die Freiburger Trikots sind dieses Jahr bei jedem Spieler verschieden. Sehr, sehr, sehr nice Idee. Schreibt wie immer gerne eure Tipps in die Kommentare. Mein Tipp zu dem Spiel ist ein knackiges 2:1 für die Stuttgarter. Aber wie ihr gesehen habt, es kann alles passieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.